One versus One Mario Kart Battle. So, einfach live Boxen machen zwischen denen. So kurz in den 12-Stunden-Stream diven wir einmal kurz rein in so einen spontanen Boxkampf in Wii Sports zwischen den beiden. Das wäre schon ein bisschen funny, muss ich sagen, wenn das geht. Boah, imagine, man könnte das wirklich. Gibt's denn Switch Sports Boxen? Habt ihr zufällig beide Switch Sports Boxen? Das stelle ich mir witzig vor, wenn ihr euch da gegenseitig drum kloppen müsstet. Das wäre mein Humor. Ich habe mir noch gar nicht das Knospi angeguckt, merke ich gerade. Ba, ba, ba. Will ich Worry Seed haben? Das könnte actually gar nicht so scheiße sein. Das hat ja nichts mit Kumpel zu tun. Also dafür hat dein Kumpel, in Anführungsstrichen, aber auch gut reingebuttert, dass du gebannt wirst. Ne? Ich glaube, der hat schon seine 10 Subs auf jeden Fall. Ein Zehntel hat er gut mit beigetragen. Oh, eine Stunts-Boss ist actually geil, muss ich sagen. Boah, 65 Genauigkeit finde ich sogar actually echt viel. Muss ich sagen. Das ist wirklich nicht so wenig. Aber das kann man machen. Das war natürlich, der Arsch wollte direkt, dass ich weggebannt werde, ja. Schwierig, ne? Schwierig. Ba, 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 ba. Einfach in der L-Box nicht kennen, Flo, der verliert gegen Rodeo. Oh je. Ist Flo, war Flo so ein Strich in der Landschaft? Ich glaube, Flo war ein Strich in der Landschaft, ne? Ich glaube, Jerry ist auch ein Strich in der Landschaft, ne? Das wird der beste Tag im Leben werden. Okay, es steht momentan, also es ist sehr spannend wieder, muss man sagen. Es steht, wir sind kurz vorm Ende. Steht momentan 14 für Rodeo, 17 für Flo tatsächlich. Also Flo ist 3 Punkte weiter vorne. Also dass sich Jerry darüber aufregt, dass dass er nicht vom Flo gebannt wird, ist vermutlich auch, da hat er sich vielleicht nicht so viele Gedanken gemacht, wie auch tendenziell meistens, wenn er Nachrichten abschickt, denn das hat natürlich die Crowd beeinflusst. Es wird knapper, Rodeo hat auf 18 zu 19, es steht 19 zu 19, meine Damen und Herren, wir sind wieder in einer 50-50 drin. Es steht 19 zu 19, wir sind kurz vorm Ende. Gott, ich hasse euch, wenn das jetzt ein Unentschieden wird. Ich hasse euch. Flo übernimmt in der letzten Sekunde die Führung. Und es steht damit 20 zu 19. Und Flo darf offiziell Jerry morgen bannen. Das heißt aber auch für dich, ne Flo, du musst um 22 Uhr hier auf der Matte auftanzen, damit du ihn bannen kannst. Herzlichen Glückwunsch, Flo. Du hast damit offiziell das Privileg erhalten. Du müsstest noch, ich schick noch per Post was hin an dich, damit du es unterschreiben kannst, damit du es auch machst. Sollte Flo nicht da sein, dann darf Rodeo. Und sollte Rodeo nicht da sein, dann bann ich. Ja, ist okay, ist fein, ist fein. Ich mag den eigentlich. Ist ein netter Fake-Outer. Ba, ba, ba. Darf sonst ich, wenn du da bist, kannst, also von mir aus kannst irgendein Mod da ist, der, sonst machen wir nochmal eine Abstimmung einfach, wer darf, von den Mods, die gerade da sind. Oh, je, je. Also man muss aber, also man muss jetzt auch mal wieder an der Stelle was Positives über Jerry machen. Ich habe niemals erwartet, dass ich aus einem Zuschauer so viel Content ziehen kann, ne? Und so viel Hype draus ziehen kann, wo die Leute so mit dabei sind. Also Hut ab an Jerry. Nicht schlecht, so einen Content rauszuholen. Ich bin der Content. Ja, es ist jetzt nicht, also ich kann es leider nicht abstreiten. Das ist jetzt nicht so eine Falschaussage. Ich schaue nur wegen Jerry zu. Ah, das tut jetzt schon ein bisschen weh. Nimm die Aussage zurück, sonst bann ich dich. Jerry wird so ausgenutzt. Ja, ist halt erst mein Werkzeug. Geboren worden für den Content. Nicht zum Content Creator, sondern um Content zu sein. Boah, richtig Gänsehaut kriegst du direkt. Gänsehaut-Moment, Freunde, Gänsehaut-Moment. Genau, da kam Psyduck.
packen wir mal den vor. Das Jerryverse einfach. Oh mein Gott, wir leben alle im Jerryverse. Imagine. Imagine, jetzt beginnt gerade Jerry sein Racheplot zu schmieden. Ich sag, sie werden mich alle vermissen. Schauen wir mal. Den Stream muss ich irgendwie auf den Fernseher schmeißen um 22 Uhr. Also, ich möchte noch mal kurz festhalten, ne? Das wird jetzt nicht so, also, bevor der Hype zu gigantisch wird, dass das so ein krasses Ding wird. Ich werde Jerry einfach nur entmodden. Und dann wird er gebannt. Ich glaube, das wird im Chat dann noch angezeigt und das wird dann der Moment sein. Also, wenn ihr noch Ideen habt, wie wir das ausschmücken können, sehr gerne. Ich werde natürlich eine Rede halten, das steht außer Frage. Wir werden natürlich auch die Kirchenstimme anmachen. Aber ich habe halt kein Konfetti oder so da, was wir da rausschallern können. Ich habe auch morgen keine Zeit, das nochmal irgendwie raus. Und ja, eine Rede gibt es auf jeden Fall. Ich kann mal gucken. Wenn ich die Motivation finde und die Zeit. Aber Zeit habe ich eigentlich nicht. Aber vielleicht mache ich mir ein paar Stichwörter, was ich in der Rede zumindest erwähnen will. Ich bin mir nicht sicher, ob man als Non-Mod die Nachricht, dass Jerry gebannt wurde, sieht. Ich kann euch vielleicht eine Bildschirmübertragung von meinem Chat machen oder so. Einen Counter. Nee, ich glaube, das ist auch zu kompliziert. Ein Counter ist actually... Okay, mit Intimidate könnte man es actually probieren. Damit könnte man es schaffen. Lass deine Freundin eine Rede schreiben. Ich glaube nicht, dass die sowas Gemeines dann schreibt. Nee, ich glaube, es ist einfach... Ich glaube schon, wir machen das einfach spontan, Freunde. Wir machen das einfach spontan. Wir lassen... Es kommt einfach das, was wir in dem Moment fühlen. Und das lassen wir dann da raus in dem Moment. So machen wir das, würde ich sagen. Wir schauen einfach, was der Vibe uns gerade sagt. Was wir machen sollen, und das machen wir auch. Ich pack mal... Ich weiß nicht mal, wen ich rauspacken soll, weil ich nicht weiß, wer das größte Problem ist. Tony so, ja, endlich nach all den Jahren ist er weg. Und er wird auch nicht mehr entbannt. Ende der Geschichte. Na toll, jetzt muss ich meinem Bruder morgen absagen, wir den Jerry-Bann erleben. Naja, der wird ja auf YouTube dann auch nochmal hochgeladen, denke ich mal. Wobei, ich habe eigentlich jetzt nicht vor, wo ich einfach nur die Facecam vorne habe. Das war jetzt eigentlich nicht mein Plan, dass ich das dann nochmal hochlade, um ehrlich zu sein. Aber da kann man es dann natürlich nochmal überlegen, ob man es macht. Und bitte den Moment klippen. Boah, was schon alles für Clips im Mimso-Turnier entstanden sind, ist eh crazy. Heilige Scheiße, ist auch crazy, wie viel der mir gerade abgezogen hat. Ich gehe mal in Flowing, damit er wieder auf die Wasserattacke ändert. Thomas, machst du ein eigenes Video? Ihr glaubt gerade, dass das länger gehen wird als... ich glaube, ihr denkt gerade, es geht viel länger, aber das wird ein Ding sein von 5 Minuten, Freunde. Machst du aber so traurige Pokémon Mystery Dungeon Musik an während meines Bans? Ja, ich überlege mir da schon was wir für Musik an und dann... Also ich sag mal, wir können uns ja über... Ich sag mal, wir machen eine Musik an bei der Rede. Und ich sag mal, wenn du gebannt bist, machen wir irgendeine andere Musik an. So, vielleicht ist die eine Musik ein bisschen fröhlicher, vielleicht ist die eine Musik ein bisschen trauriger. Na, gucken wir einfach mal. Wir machen daraus einen Short, Freunde. Das wäre actually eine Idee. Aber ich glaube, das so ein Short auf Downy Streams da einfach. Einfach so mein erster Short und dann ist es der Jerry-Bun. Also ich weiß jetzt nicht, was wir mehr als 5 Minuten... Also wir können das schon gerne zelebrieren und feiern und... Weiß ich nicht. Also wenn wir ganz hardcore gehen wollen... Dann kann ich mich auch in den Discord setzen. Und dann können auch ausgewählte Leute noch Worte dazu sagen. Aber das werden wir alles bis morgen auch wieder vergessen.
Boah, das Problem ist, ich habe das Gefühl, wir müssten dafür jetzt einen Timeslot einplanen, so wie wir das hier gerade aufzählen, für den Dings. Ich sag am ehesten, ich kann ja von mir aus, können wir Jerry einmal kurz in den Voice holen und dann darf er seine letzten Worte an uns richten. Das finde ich gut. Das finde ich, glaube ich, eine sehr gute Idee. Jerry darf dann morgen nochmal seine letzten Worte an uns richten. Er muss halt dann nur da sein. Und dann gucken wir mal, was draus wird. Ich hoffe, das vergessen wir nicht. Aber dann planen wir ab 21:30 Uhr einfach den Jerry-Bann ein und verschieben alles so ein bisschen ansonsten. Downey, sag deine letzten Worte, Jerry. Ja, Freu. Downey. Ups, da ist er weg. Nee, 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 nee. Also ich glaube ja, dass der Tierlisten-Ding, ich habe mal geguckt, wie viele Tierlists es sind. Ich denke, bei den Tierlists sind wir schneller zum Beispiel durch. Und dann ziehen wir alles einfach ein bisschen nach vorne und dann, das kriegen wir schon hin. Also ich will jetzt ungerne, weil beim Jerry Bun müssen wir ja schon noch ein bisschen lauter auch. Also will ich jetzt nicht den leisen Mann, den leisen Piepmatz machen. Und dann so nach 22 Uhr da die Partyglocken anwerfen, ist, glaube ich, weiß ich nicht. Oh mein Gott, Ferrik, das ist eine Idee. Kann man nicht irgendwie einen Jerry-Song oder so fahren lassen, wenn man einen Text schreibt? Oh, Freunde, das wird jetzt viel zu viel Aufwand. Warum ist euch sowas nicht schon früher eingefallen? Weil dann hätte ich das vorbereitet. Das ist jetzt viel zu viel Arbeit, das zu machen. Aber da müssen wir halt einen Text, glaube ich, auch schreiben. Aber ich bin nicht für Voice, bin sehr schüchtern und so. Ja, hast ja auch noch nie gestreamt oder so. Ah, dann nicht. Ist auch okay für mich. Ah, ist auch okay. Also, wenn du nicht möchtest, ne, dann musst du es auch logischerweise nicht machen. Also. Ja, also langsam habe ich das Gefühl, ihr wollt so viel machen, dass wir da einen separaten Stream draus machen müssen. Aber ich würde das eigentlich schon ganz gerne am Samstag abhaken. Nee, bevor. Ich will da jetzt auch nicht so ein Riesenfass dafür aufmachen. Um ehrlich zu sein. Also wir bleiben bei den Sachen. Jerry darf seine letzten Worte richten, wenn er will. Ich mache noch eine Rede, eine spontane mit den Emotionen, die ich gerade so fühle. Also ich bereite da jetzt nicht groß was vor. Und dann darf Flo bannen. Ja, das war's. Ich denke, das ist ein guter Three-Step-Plan. Aber es geht um Jerrys Verbannung. Ja, das kriegen wir hin. Und dann feiern wir. So schaut's aus. Dann beginnt die Aftershow-Party. Und hallo Cheeksen, ich hoffe, dir geht's gut. Hello. So, wen wollen wir als nächstes aus dem Chat bannen? Habt ihr Favoriten, wen wir als nächstes aus dem Chat bannen? Gibt's Leute, die wir noch gebannt haben wollen? Wofür Leute Geld spenden wollen, damit der verschwindet? Okay, Moment, warte mal, stopp. Das klingt jetzt wie ein Attentäter. Stopp! Ich möchte an der Stelle ein wenig zurückrudern. Das klang jetzt ein bisschen weird. Power-Pika. Nee, der macht fleißig Clips und ist ein guter Mod. Da lege ich mein Veto ein. Morgen dann so, Flo, ich bin kein Mann großer Worte. Jerry was banned. Oh, ja. Ich habe halt so Angst, dass wir uns gerade zu sehr aufhypen und dann wird der Moment morgen gar nicht so krass. Das ist so mein Problem gerade. Ich möchte nicht. Wir müssen unsere Erwartungshaltung niedrig halten, Freunde. Weil wenn wir die zu groß machen, dann schwierig. Ich will den Stuhl-only streamen sehen. Also, Freunde, wir können auch als nächstes Ding machen. Und sagen, yo. Wir machen es einfach so, dass wir eine halbe Stunde einfach nur diesen Stuhl hier erscheinen lassen. Das ist okay für mich. Ah, serious! Vielen Dank für den nicen Raid. Ich hoffe, nee, eigentlich hoffe ich, ich hatte einen beschissenen Stream. Bin ich ehrlich? Du bist eh schon so weit. Ich hoffe, du bist auch einfach mal in der Anfangswelle gefangen. Aber ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hast trotzdem einen schönen Stream. Niedrig ansetzen und ganz groß aufhören.
Ich weiß nicht, ob ich einen Countdown einbauen kann. Ich glaube, ein Countdown ist leider mehr Mühe also ist mehr Aufwand, als man denkt. Wobei, hat Sirius nicht. Sirius, hast du einen Countdown am Anfang deines Streams? An einem random Trainer komplett weg RNG'd worden. Die Zeiten des Lucky Challenges sind wohl offiziell vorbei. Jetzt sind die Zeiten des Unlucky Challenges angebrochen. Weil ist sowas schnell gemacht, dass man einen Countdown einfügt? Weil ich glaube, ich habe mir nämlich sowas mal angeguckt und da musst du ein bisschen was vorbereiten. Und ich sag, wie gesagt, ich habe keine Zeit mehr, Freunde. Nach diesem Stream werde ich noch kurz ein bisschen chillen. Mit Livesplit ist das 1 Minute Arbeit. Sag doch sowas nicht. Sag, du brauchst über 1 Stunde und so. Weil morgen, ich werde ja aufstehen. Dann werde ich duschen, mich fertig machen und dann geht halt der Stream auch an. Das ist halt das Ding. Finally, Python, finally. Ich sag aber auch. Brauchst du nur eine Textdatei? Ja, okay, das ist nice. Ja, da hat Ari abgeworfen, da gehen Runs meistens nicht mehr lang. Ja, ist aber auch dumm. Nein, nicht die Ratte. Sollen wir morgen Koop das Tutorial spielen? Ich weiß nicht. Also ich meine, ich habe zwei. Nee, ich glaube, das passt schon so. Ich glaube, wenn ich abgefuckt vom Spiel werde und dann auch noch höre, wie du nebenbei viel weiterkommst als ich habe nicht das Gefühl, dass das eine gute Idee ist, um ehrlich zu sein. Ich glaube, das macht mich nur noch aggressiver. Also was heißt aggressiver? Saurer. Aber saurer klingt so falsch. Also wenn jemand einen Jerry-Song schreiben will, ne, den können wir dann gerne morgen abspielen. Wie gesagt, ich habe keine Zeit dafür. Aber wenn wir einen guten, vernünftigen haben, dann können wir den gerne abspielen. Streame, wie du einkaufen gehst, um die Sachen für meinen Bann zu holen, für noch mehr Content. Nee, dafür habe ich halt leider keine Facecam. Also meine Facecam ist ja wirklich. Oh mein Gott. Ist ja wirklich fest angebracht. Ich kann die nicht einfach so mit nach draußen nehmen. Ansonsten würde ich sogar sagen, ich hätte kein Problem damit, dann können wir es machen, weil ich ja eh jetzt dann hier wegziehen werde, möchte, werde, wie auch immer man es betiteln will. Na, ist mir ja eigentlich wurscht. Ich will ja eigentlich nur nicht, dass ihr wisst, wo ich wohne, weil das ist ja alles, weiß ich nicht. F, Ari, F, sagt man da, das klingt doof. Streamt gerade mit Facecam, ich hasse ihn. Ich habe keine Facecam, noch einmal, die ich umhertragen kann oder anders positionieren kann. So, ich glaube, damit sollten wir hier wesentlich besser durchkommen. Ein Jerry Diss-Track Contest. Freunde, ihr macht da gerade viel zu viel draus. Also wir können von mir aus diesen Jerry Bun auch verschieben auf nächste Woche und dann können wir da von mir aus ein großes Event draus machen. Ich höre jetzt nochmal, weil ich nächste Woche vorhabe zu streamen. Dass wir nächste Woche Samstag oder Sonntag, wenn ich da nichts habe, von mir aus können wir da ein Event draus machen. Dann pitchblaken wir erst am Anfang ein bisschen und dann machen wir ein Bannungsevent draus. Habe ich auch kein Problem mit, weil dann bis dahin können wir wirklich Sachen auch vorbereiten. Also wenn ihr da wirklich. Boah, hier weiß ich wieder nicht, ob der zum Kill ansetzen will oder nicht. Ja, da drückt er nämlich den Kill. Dann machen wir ein Event draus. Dann machen wir da nächste Woche einen gesonderten Stream. Hör doch bitte auf, Vanillite. Und da bannen wir ihn dann weg. Steirer, ich wünsche noch einen wundervollen Abend. Tschüdelü. Wie lange willst du heute eigentlich machen? Weiß ich noch gar nicht, um ehrlich zu sein. Ich habe mir da jetzt nicht so. Also, wir werden sicher. Also, ich denke, bis 22 Uhr machen wir auf jeden Fall noch. Und dann gucken wir mal. Dann schauen wir mal. Pass auf, Downy, nach meinem Bann erstmal Mario. Dann gibt es erstmal Mario 64 Crowd Controller. Lass an Jerrys Geburtstag machen, damit er das damit verbindet. Boah, wann hat denn Jerry Geburtstag? Ist das nächste Woche irgendwann?
Nee, das wird jetzt zu gemein. Ich glaube, jetzt entwickeln wir uns schon in eine drastisch gemeine Richtung, muss ich sagen. Jetzt sind wir doch wieder an dem Punkt, wo wir sagen, 9 von 10 Menschen finden Mobbing gut. Ich glaube, wir sind da gerade wir balancieren da gerade auf einem gefährlichen Grad, habe ich das Gefühl. Einen sehr gefährlichen Grad. Du weißt meinen Geburtstag nicht. Nee, den habe ich actually nicht in den Kalender oder so eingetragen, tatsächlich. So, ich bin jetzt übrigens sehr gespannt. Ihr könnt übrigens eine Wette starten, ob wir den Falknerkampf schaffen oder nicht. Tendenz ist eher bei Nein bei mir. 4.7. ist ja noch ewig hin. Also so lange bleibst du nicht unentbannt. Schreib den meiner Mutter in den Kalender. Na gut. Stimmt, was ich noch wissen wollte, ob ich vielleicht mit Konter den rausnehmen kann, das Emolga. Aber ich vermute, das wird mein Lombre One-Shotten, ne? Auf Level 15, wir haben 20. Oh mein Gott, wir haben gar keine Death. Oh mein Gott, wir haben wirklich null Death-DVs. Schieß mich bitte nicht ab. Emolga, kannst du mich irgendwie nicht One-Shotten, Emolga? Das wäre echt nett. Oh mein Gott, der One-Shottet mich wirklich nicht. Okay, wir haben einen Plan, wie wir es im Molga besiegen. Sehr gut. Das heißt, du bist der Plan im Lead. Dann kannst du auf jeden Fall raus und dafür kommt er hier rein und den Rest werden wir brauchen. Haben 4.7. Nein, wir haben gesagt, 5 Streams wird er gebannt. Und es darf kein Nintendo-Stream dabei sein. Das waren die Bedingungen, die gestellt wurden, dass wir ihn bannen dürfen. Und die halten wir dann auch schön brav ein. Ne, weil sonst am Ende verklagt uns Jerrys Mama alle. Und dann sitzen wir alle zusammen in den. Du hast den Vote gesehen. Ja, ich glaube, jeder hat für einen Special Stream gestimmt, oder? Weil ich habe ihn actually nicht gesehen. Ich habe nur mal kurz reingeguckt, da stand es, glaube ich, 11 zu 0. Weiß ich nicht, Python. Also manchmal habe ich wirklich das Gefühl, dass man nicht so viele DVs haben kann. 13 ja, 1 nein. Okay, dann gibt es einen Special Stream. Dann machen wir nächste Woche Special Stream. Ich denke, nächste Woche Samstag oder Sonntag sollte machbar sein. Oder vielleicht am Freitagabend können wir es. Oh mein Gott, ich dachte kurz, ich hätte den zu hoch gelevelt. Können wir es auch noch machen. Mit dem Song für Jerry, ja. Ich würde auch sagen, wir machen noch einen Jerry-Song. Da gehe ich dann auch nochmal einkaufen. Boah, das muss ich mir nur aufschreiben, sonst vergesse ich das. Sonst vergesse ich das. So, dann gehen wir mal rein. Schauen wir mal, wie das laufen wird. Freitagabend zur Primetime. Ja, muss ich mal gucken, ob ich. Das Problem ist, den Stream da zu setzen, ist immer ein bisschen knifflig, weil meine Freundin erst immer gegen 19 Uhr circa heimkommt. Mir dann halt erfuden, ne? Das ist halt das Ding. Hallo Zane, ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hast einen schönen Tag bis hierhin. Hello. So, totes Emolga. Man muss sagen, es war aber auch bisher immer dumm, dass ich das mit Lombrero und Blanas nie gemacht habe. Klar spielt man da gegen den Crit, aber ich glaube, das macht man bei dem Ding eh immer. Okay. Dann Zubat. Flügelschlag als auch Poison Fang, beides super ätzend. Ich habe jetzt auch nur wenig, was den richtig gut hopsinisieren kann. Und er kann mich auch einschläfern. Ja, ich weiß, ich spiele immer gegen den Crit. Das ist leider auch keine neue Story. Ich guess, wir probieren Jerry. Du hast jetzt erst Feierabend. Eieieiei. Bei mir ist alles gut, danke der Nachfrage. Okay. Oh, das haben wir aber tendenziell besser überlebt, als ich dachte. So, ich würde den erstmal eine Runde tickeln. Oh mein Gott, vor allem, weil er schneller ist. Das Problem ist, ich überlege halt, ob wir irgendwie in Pfiffien reinkommen, damit wir nicht Pursuit-Trap werden. Aber es wird auch schwierig. Ich überlege, ob ich jetzt nach dem zweiten Tickler, der jetzt hier kommt, ob ich Pfiffien reinschicke, dann ist das Teil auf minus 3. Aber dann, ich weiß nicht, ob Murkrow mit Wing Attack mich nicht einfach killt. Ich weiß nicht, in welchen von den beiden wir gehen sollen.
Hier können wir halt Flame chargen. Der hat einen effektiven Move. Wie viel Death hast du? 15. Boah, ist schon arg wenig, ne? Okay, 19 ist jetzt nicht so viel. Nein, Jerry, das werde ich nicht tun. Den Aufwand tue ich mir nicht an. Da habe ich auch nicht die Zeit und den Lebenswillen für. Ich glaube, wir probieren Floink. Ich glaube, wir probieren Floink. Schwere Poison gefällt mir nicht so sehr. Aber ich sag mal, ich will tendenziell außerhalb von Pursuit Trapping Range bleiben. Ja, damit glaube ich, sind wir in Pursuit Trapping Range. Ja, geil, damit können wir es, glaube ich. Also, wenn das Murkrow Pursuit Trap dann. Wenn er mich killt, geht dann. Also, wenn Floink stirbt, dann resetten wir auch. Ach, Mann. Ich weiß noch, als die anderen Teilnehmer reinkamen und gesagt haben, bei dir drückt dieses Murkrow Pursuit, bei mir drückt er das nie. Ich habe noch nie erlebt, dass mich dieser Wichser nicht Pursuit trappt. Der Pursuit trappt nicht immer. Bei Gott tut er das immer. Ja. Ich weiß nicht, ich finde es Schwachsinn, ohne Floink weiterzuspielen, ist halt das Ding. Ja, es ist halt auch super einfach, weil irgendwas immer low im Endeffekt dann ist. Spiel es jetzt mal noch weiter. Ich meine, der hat halt, also Murkrow hat halt auch Super Luck, ist so ein bisschen das Problem noch. Ja, der drückt jetzt Down und Reigen, cool. Weil prinzipiell einen Bedrohermon in Form von Pfiffchen zu haben, ist eigentlich schon geil. Oh mein Gott, zieht das wenig ab. Oh mein Gott, zieht das viel ab. Ja, ich glaube, den Kampf können wir in die Tonne treten. Okay. Paraflinches. Okay. Es ist die Frage, ob man sich den Bedroher für das Rufflet irgendwie aufhebt, aber ich glaube nicht. Na, hallo Lulatsch, ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hast einen schönen Tag. Hello. Hello, Magic is my favorite kind of magic. Yippee. Frag mich nicht, was das war. Ich weiß nicht, wo das herkam. Das kam irgendwo tief in mir, war das gerade drin und das kam irgendwie raus. Kennt ihr es? Ungefähr, ich glaube, so stelle ich mich selber gerade vor. Das war ja schrecklich. Hilfe. Santa Maria und Josef, was war denn das für eine Scheiße? Okay, wir sind schneller als der. Das ist schon mal gut. Ja, Floink tot, halt auch wieder nur durch den Crit, ne? Weil wenn ich schneller bin als der, dann spielen wir halt nur... Okay. Dann spielen wir halt wirklich konstant gegen den Crit. So, wir kriegen den auf minus 6. So, und jetzt muss Hydropi das... Beziehungsweise... Ich kann auch in den Doggo gehen und ich glaube, einen Damaging Move kriegen wir schon raus mit dem Doggo. Ja, also da weiß ich, dass ich gegen den Crit spiele, aber... Hier bin ich jetzt schon einige Runden mehr drin als bei dem Zubat. Das ist halt auch wieder so die Sache. Aber ich kann es ja nicht anders spielen. Es geht ja nicht... Das sind die einzigen Tools, die mir in die Hand gegeben werden. Geil. Okay, da war der Crit, den fand ich auch witzig, Jerry. Ja, das ist halt das Ding. Wir haben das komplett richtig gespielt, aber ich habe halt wieder einen Mon an dem Crit verloren. So, ich kann halt nichts dagegen machen. Also das war alles richtig gespielt, deshalb habe ich auch gesagt, mit dem Squad ist Falkner actually beatable. Aber jetzt hast halt ein totes Floink da stehen. Das ist halt das Ding. Und das ist keine gute Sache, kann ich euch sagen. Vor allem, wenn da auf der Bank Knosp... Boah, das ist halt... Also die Bank ist halt schon... Ich weiß halt nicht, ob Sharon überhaupt mit dem Mon speedable ist.
weil sich nichts entwickelt. Also Marsh Tomp noch, aber ich denke, wir nehmen auch eher Knospi mit, weil wenn der stirbt, ist es nicht so schlimm. Sind wir halt wieder in so einer Kack-Position, ne? Das ist halt das Ding. Memso, geht da jemand schlafen? Vielen Dank für den nice Raid. Ich hoffe, du hattest dein Vergnügen beim Zugucken. Da ist im Übrigen der Hackersteller. Für Leute, die sich gefragt haben, welches Genie hat das dieses Konstrukt einer Hölle erstellt, das war er. Zweiter Punkt. Da kriegt ihr auch den Hack potenziell her. Also für alle, die sich gefragt haben, hey Nani, krieg ich denn das Ding her? Daher. Schaut mal da in die Beschreibung etc., auf den Discord etc. Dann habt ihr schon gute Karten, das Ding zu finden, sage ich euch. Wenn sich halt Pfiffien früher entwickeln würde, das wäre so strong, ne? Das einfach entwickeln. Boah, wäre das geil. Das wäre schon ein bisschen Träumchen, muss ich an der Stelle auf jeden Fall gestehen. Floink entwickelt sich, oh, wait a minute. Aber es würde er ja auch auf 16 nicht machen, muss man sagen. Also auch den kriege ich dann nicht. Das ist halt das Ding. Rosalina entwickelt sich nicht mit Freundschaft. Das ist richtig, das liegt auch daran, dass Rosalina ein Mario-Charakter ist. Und tatsächlich in diesem Spiel auch gar nicht vorkommt. Die Eigenschaft, sich überhaupt entwickeln zu können, ist auch bei Rosalina tatsächlich nicht gegeben. Und ja, das entwickelt, aber Rosé, aber ich weiß nicht, vielleicht meinst du ja Knospi, ich bin mir da nicht so sicher. Der entwickelt sich nicht durch Freundschaft in dem Spiel, nein, der entwickelt sich einfach auf 25. Warum? Ich würde es auch gerne wissen. Ich habe nicht das Gefühl, dass Rosé, ich weiß nicht, maybe ist Rosé der wirklich broken, aber wäre auch wieder Mon, wo ich sagen würde, weiß ich nicht, ob der am Anfang so broken ist. Würde ich tendenziell erstmal mein Veto auf Nein legen. Ich bin gerade schon sehr low, ne? Das finde ich nicht so gut. Oh, knackige DK-Mucke im Hintergrund. Was habt ihr eigentlich an... Ich merke gerade, wir haben... Oh, Covid habe ich vergessen. Wir haben gerade die ganze Zeit nur über mich geredet. Was habt ihr denn so am Wochenende... Am Wochenende? Oh mein Gott, hätte er uns da. Was habt ihr denn gestern und heute so getrieben? Was Spannendes passiert? Bitte mach keinen DK-Content, wenn ich nicht da bin. Ich halte es für äußerst unwahrscheinlich. Wie ein 102 Base Power Normal Move. Was? Ich bin mir jetzt nicht sicher, was Python mir damit sagen will. Also ich habe nicht das Gefühl, dass Roselia bei einer Gift-Arena so krass ist. Und auch hier bin ich mir nicht sicher, ob der so strong ist. Kann schon sein, dass er für Orden 1 Verhältnisse strong ist, ja, aber... Ich sag, spätestens bei Orden 2 sehe ich den jetzt nicht so. Weil ich meine, auch Brawley hat genug gegen die. Deshalb wundert es mich nicht. Dauern die wieder Erbsen gehören Rückkehr. Ich weiß schon, dass es um Rückkehr geht, aber... Ich glaube, es passt schon. Ich weiß, es ist ein Hut. Ah! Das gefällt mir gerade gar nicht, muss ich gestehen. Finde ich ein bisschen unangenehm. Ich weiß nicht, ne, es gibt kein Aber. Ich weiß, was ihr meint. Dass die Anspielung auf Rückkehr ist, aber... Da ging es ja nicht darum, ob es broken ist oder nicht, sondern dass, wenn das da steht, ich das so interpretiere. Dass der dann 102 Base Power hat. Ich mache auch dieses Fass, wie gesagt, nicht auf. Ich sehe mich da absolut im Recht. Und ich mache da auch kein Diskussionsfass in irgendeiner Form aus. Ja, das wird jetzt interessant, Freunde. Das wird jetzt eine abenteuerliche Reise, kann ich euch sagen. Also eigentlich müssen wir fast Pfiffien mit in den Lead holen, damit Kecleon schon auf minus 1 ist. Und dann maybe mit Taubsi den auf minus... 2 auf jeden Fall schallern, dann gucken wir mal. Und ich hab's ja nicht aufgemacht. Ich hab kurz reingelunzt
und euch gesagt, wie ich dazu stehe, und das war's. Ja, nee, aber also bei der 47er Basebeat-Nummer, das war ja einfach dumm, das weiß ich ja. Nee, Download passt auch. Also, wir haben ja hier mehr SPDEF und hier. Also, das ist bei beiden fein, actually. Das ist ganz gut. Jerry ist heute mal wieder angesäuert. Ja, aber Jerry ist auch. Er ist ja auch Jerry. Ja, dann gehen wir mal in unser Doppelkämpfchen, ne? Ich habe. Also. Also ich sag mal so, wenn wir da. Boah. Also Knospi kann sterben. Eigentlich darf nichts anderes außer Knospi sterben, ehrlich zu sein. I guess Lombrero ist für die nächsten zwei Orden nicht super wichtig. Und da wir einen Blattstein auch erst super spät bekommen, wäre der auch noch okay. Boah, eigentlich ist auch der Affe scheiße im Endeffekt nach dem Orden. Er ist knifflig. Er ist knifflig. Ich bin immer so deprimiert, wenn ich sehe, dass neue Leute auf den Discord kommen und direkt wieder abhauen, weil ich mir dann nie sicher bin, sind diese Leute zu doof, sich selber die Rolle zu geben, oder gehen die einfach nur wirklich wieder? Ja, also ich bin mir, also ja, gucken wir mal. Norden 3 wäre der Affe wieder okay, aber ja, was heißt okay? Also, oh mein Gott. Ich hätte schon wieder fast Single gedrückt. Aber ich sag ehrlich, auch da sehe ich mich jetzt nicht so. Na, da bin ich jetzt gespannt, wie gut wir da durchkommen. Ich meine, das einzig Gute ist, wir kommen inzwischen besser durch Falkner durch, weil wir auch verstehen, wie wir gegen Falkner kämpfen sollen. Okay, das einzig Doofe an Intimidate gerade ist natürlich, dass Porygon sich jetzt weniger Damage selber macht. Aber ich glaube, das ist erstmal eine Sache, die okay ist. Ah, warte, wird der nicht Electroweb drücken? Ah, da muss ich in Morabell eigentlich gehen, ja. Ah, dann ist Kecleon schon mal auf minus 1, das ist eigentlich ganz nett. Okay, er geht sogar straight up auf den Swift. Eieiei. Hey, dieses Porygon landet aber auch gefühlt spätestens in Runde 2 auch immer einen Crit, ne? Das ist wirklich der Wahnsinn. Wie akkurat das Viech crittet. Ich glaube, ich muss Kecleons Attack ein bisschen mehr senken. Okay, und den kriegen wir schon mal geleech-seedet. Das ist nice. Und jetzt kommt der Icy Wind? Okay, wahrscheinlich. Aber wahrscheinlich, weil er wusste. Aber er war ja auch nicht schneller als Lombrero. Das check ich nicht so ganz, muss ich gestehen, aber okay. Und Morabis Item ist weg. Das ist auch gar nicht gut, muss ich sagen. Das schaut gerade alles semi-optimal aus. Sehr semi-optimal. Oh, scheiße, ich glaube, egal wen der jetzt. Ja, wir können es eigentlich schon. Ja, jetzt können wir es eigentlich in die Tonne treten. Ja, wir können eigentlich schon resetten. Also, dadurch, dass wir auch am Anfang gekrittet wurden, ich kann da halt auch nicht mehr wirklich was rausholen. Also, der heilt sich halt ganz nett. Aber, also, ich meine, guckt euch das an, wie soll ich Porygon und dann Sengo und so handeln? Nee, wir hätten einfach resetten sollen, glaube ich. Also. Ich weiß auch nicht, also das brauchen wir auch nicht weiterspielen, weil das verliere ich zu 100%. Also mein Damage-Potenzial ist ja viel zu gering. So, wisst ihr was? Wir machen jetzt einen Hass-Run mit Serpifeu. Wir gehen rein in den Hass-Run mit Serpifeu, Freunde. Schade eigentlich. Auch mit Floink wäre das super schwer geworden. Also da sind halt einmal auch wieder die Mons too weak leider einfach gewesen. Das ist halt auch das Ding. So, Hassrun bedeutet, dass ihr mir Vorschläge macht mit Dingen, die ihr hasst, und so betiteln wir dann das Mon. Okay, dann nehmen wir den Starter mit Crits, finde ich schon mal, finde ich, ist eine gute Auswahl.
Arbeit finde ich auch einen guten Vorschlag. Jerry finde ich auch einen guten Vorschlag. Jerry können wir ja dann den anderen Starter nennen. Kritz und Jerry. Das klingt doch nach einem guten Plan, oder nicht? Wieso kurz wegschauen das? Was macht Jerry hier auf Discord? Ich bin ehrlich, ich finde ein neutrales Wesen auf Serpifeu eigentlich ganz nice. Rosenkohl auch was, auch wenn Rosenkohl sehr gesund ist. Ich wünschte, ich würde Rosenkohl feiern. Ich finde Rosenkohl vor allem diese... Nee, ist das Rosenkohl? Wie heißen diese grünen kleinen Dinger, die auch so ein Kohlart-Ding sind? Ich wünschte, ich würde die feiern, weil die sehen eigentlich immer ganz nice aus, finde ich. Aber, naja, ne? Ist es Rosenkohl? Oh, ich wünschte, ich würde die feiern. Aber die haben... Ich glaube, das ist so Geschmacksrichtung bitter, ne? Und bitter mag ich halt gar nicht. Ich wünschte, ich würde das feiern. Boah, es wäre so nice. Oder so Brokkoli auch. Wobei, ich muss auch sagen, ich finde, Brokkoli schaut auch überhaupt nicht lecker aus in irgendeiner Form. Also bei Rosenkohl sage ich, finde, es schaut mega lecker aus. Hätte ich Bock, das zu essen. Aber zum Beispiel Brokkoli... Sieht halt für mich auch nicht nach etwas aus, wo ich mir denke, das würde ich jetzt gerne essen, das kleine Bäumchen. Das ist halt auch das Ding. Du musst die ohne Wurzeln unten einschneiden, dann abkochen, dann sind die eigentlich nicht mehr bitter. Rosenkohl, okay. Das Ding ist, ich glaube, mein Dad hat schon mal Rosenkohl gemacht und da der Koch ist, gehe ich davon aus, dass er das richtig macht. Ich glaube, so eine leichte Grundbitternis ist mit dabei und das mag ich einfach nicht, muss ich sagen. Einfach unten X-förmig schneiden. Also ich würde auf jeden Fall dem Ganzen nochmal einen Try geben und Rosenkohl actually probieren, aber... Ja, wann kauft man sich das halt auch, ist wieder die Frage, ne? Das ist eigentlich mit das geilste Wesen, glaube ich, was der am Anfang auch haben kann. Zum Glück habe ich die Gabe, alles essen zu können, außer Schwein, religiöse Gründe. Ja, ich sag ehrlich, das ist, glaube ich, auch eine okay Sache. Also... So richtig verpassen tust du ja nichts. Oh, Mann. Resette ich die Scheiße jetzt? Eigentlich... Nee, will ich wirklich nicht. Also, bei Felilu würde ich noch mit mir selber debattieren, aber wirklich, nee. Da wirklich nicht. Das peile ich einfach nicht. Aber ich weiß auch gar nicht, zu was man... Nee, das ist nicht Jerry. Rosenkohl so isst. Ist Rosenkohl nicht so eine Sache, was man zu einem Braten zum Beispiel so isst? Ist das ein Ding? War das ein Ding? Ich glaube, ja. Rosenkohl dazu Sauce Hollandaise. Nicht Tommy, die gehören zum Schweineverein. Aber ist Sauce Hollandaise... Ja gut, also ich bin ehrlich, ich glaube mit Sauce... Ah, ist auch fein. Ist, glaube ich, auch mit eines der besten Wesen. Ist Sauce Hollandaise nicht sowieso etwas, das kannst du auf alles draufhauen und dann kannst du eigentlich alles damit essen? Weil Sauce Hollandaise ist ein Ding, das so geschmacksintensiv ist, dass ich das Gefühl habe, du schmeckst eh nur noch Sauce Hollandaise. Also es gibt wenig Dinge. Also was ich zum Beispiel aufzählen würde, was man trotzdem schmeckt, finde ich, ist Spargel. Weil Spargel für mich so bitter ist. Ich hasse Spargel wirklich. Auch da, ich wünschte, ich würde Spargel feiern. Wobei andererseits, ich glaube, also meine Eltern haben Spargel immer so gemacht, dass der im Schinken eingerollt wird. Es gibt dazu Kartoffeln und halt massiv Sauce Hollandaise. Und ich habe das Gefühl, Sauce Hollandaise ist ein Ding, was bums viele Kalorien hat. Also ja. Da weiß ich nicht, ob das so viel ändert. Ich möchte übrigens mal an der Stelle auch nochmal ein Lob an euch raushauen. Ich finde die Streams im Mimso-Turnier immer super. Also die Chat-Interaktion ist gigantisch. Ich finde, die Zeit verfliegt wirklich, egal ob on- oder off-topic. Auch wenn wir manchmal unsere Tiefen auch schon hatten, muss man sagen. Aber auch dann, ne? Deshalb Kuss geht raus an euch, dass momentan die Streams... Also mir machen momentan die Streams wirklich mega viel Spaß. Ich hoffe, das kann ich auch einigermaßen gut rüberbringen. Abgesehen davon, wenn ich 2,5 Stunden im Game bin und das Spiel mir die ganze Zeit konstant den Mittelfinger zeigt, dann bin ich ein bisschen angepisst. Aber ich glaube, das ist okay und auch ein bisschen angebracht, denke ich jetzt einmal mal.
Jetzt geht's nur noch bergab mit meinem Bann. Ah, bin ich mir nicht so sicher. Sersi. Ach, das ist nicht so gut. Okay. Ein Kollege in der Kochausbildung, Sellerie von Vortag, wollte keiner. Seine Meisterin hat damit Hollandaise und Käse überbacken. Es ist alles weggegangen. Ja, man kann aus so vielem noch was machen. Es ist ja eh crazy, wie viel Obst und Gemüse einfach nur weggeschmissen wird im Supermarkt. Einfach nur, weil es nicht so hübsch teilweise aussieht. Ne? Du dummer Scheiß Arschnager, wirklich. Verpiese dich doch einfach. Mein Gott, wirklich. Ich hasse das Viech. Oh. Und es freut mich auch, wenn ihr auch Spaß habt. Das ist doch das Wichtigste. Ich fühle übrigens, dass beim Subziehen Jerry Bun 112 von 100 Subs zählt. Ja, ist halt so, ne? Aber ich hätte mir gerne das Serpi. Dürfen wir verschiedene States machen? Das weiß ich gar nicht. Oder darf ich immer nur einen Starter speichern? Ich weiß gar nicht, ob das je thematisch befasst wurde. Weil dann würde ich mir natürlich auch bei so einem Naiven, ich hätte auch gesagt, dass es wahrscheinlich nur einer ist. Also am Ende des Tages ist es halt auch wieder nur eine Zeitersparnis, ne? Also ich sehe ein, dass man, ne, dass man das Ei nicht abspeichert, weil das doch den Run sehr beeinflussen kann und dann alles wirklich, das Early Game einmal komplett abspeichern, auch lame ist. Aber ich glaube, das könnte man actually als Regel, also ich bin kein Fan von Regeln im Turnier ändern, aber das wäre, glaube ich, so die einzige Regel, wo ich sage, da wäre ich dafür, dass man sagt, okay, du kannst hier ein State pro Starter machen, falls du einen anderen Starter einfach nehmen willst. Deshalb finde ich das eigentlich ganz nice. Ja, mit Käse überbacken schmeckt auch eigentlich 90% geil, muss man sagen. Ich glaube, ich banne heimlich Dog mit. Ich nehme ihn mit. Na gut. Wir schmeißen nichts weg, wir stellen es morgens raus, dann kommt Foodsharing und die werfen weg, was wirklich nicht mehr geht. Ja, das habe ich auch. Dafür kriege ich ab und an Werbung auf Instagram. Ich glaube, da gibt's irgendwie so verschiedene Marken, bei denen. Nicht Marken. Ja, halt so verschiedene Apps, wo du dir sowas liefern lassen kannst dann immer. Mein Problem ist dann immer nur, ich bin jemand, der sein Essen gerne halt plant. Und wenn ich dann halt einen Sellerie, einen Kohlrabi, Karotten und eine Gurke geschickt bekomme, da spontan was draus zu zaubern, so weit bin ich jetzt nicht. Ansonsten würde ich sowas super gerne machen. Nee, also zumindest das normale Patriot hat halt keinen Buff. Und das ist dann halt direkt ein Encounter, mit dem du wirklich sowohl im Single als auch im Double Battle eigentlich nichts anfangen kannst. Das kannst du alles in die Tonne treten. Boah, das klingt ja alles gesund. Ja, also da geht es ja wirklich ja um Obst und Gemüse nur. Ich habe auch schon überlegt, also was ich auch mir angeguckt habe, ist, es gibt so. Da gibt es auch so verschiedene Sachen, wo du pro Monat einen Obst- und Gemüsekorb, nee, nicht pro Monat, oder einmal im Monat kriegst du so einen Obstkorb zugeschickt. Ich glaube, es kostet irgendwie 20 € oder so. Und da sind dann halt ganz viele verschiedene Sachen drin. Da ist je nach Jahreszeit halt Sachen drin. Da sind Avocados potenziert drin, Zitronen oder so. Also ist natürlich ein bisschen teurer als sonst, aber damit tust du halt irgendwelchen bestimmten Obstfarmern was Gutes, die halt die Unterstützung teilweise auch brauchen. Und das finde ich. Warum frage ich nach Wer will? Wir sind immer noch im Husrun. I'm sorry, ich war gerade voll in meinem Film. Das war immer noch Jerry. Aber das fände ich eigentlich auch voll geil zu machen. Aber auch da ist wieder mein Problem. Ah, sogar nur 19 HP, das ist nicht so geil. Das habe ich halt das ähnliche Problem wieder, dass ich mir denke, ah, ich weiß halt nicht, ob das so, ob ich das dann nicht auch wieder dann die Hälfte weg. Kann dieser dumme Nager sich endlich mal verpieseln? Lecke mich jedoch ja ne Lezuckerli. Oh nein, das wollte ich nicht. Nein, das wollte ich auch nicht. So. Das geht mir langsam wirklich auf die Nerven. Nee, das hat nichts mit Speichern zu tun, weil sonst hätten wir auch nicht unterschiedliche Wesen auf unseren Mons. Es ist ja, also.
Ja, das ist mir ja wurscht, ob Pat Red zum Hass-Run passt. Ich will den ja aber nicht als Encounter haben. Ich will ja was Vernünftiges als Encounter haben. Weil den kannst du wirklich einfach in eine Tonne klopfen und dann Müllabfuhr ist sich wahrscheinlich schon zu schade, den wegzubringen. So beschissen ist der. Sei ich ehrlich. Der ist halt einfach ein Riesenhaufen gigantischer Kot, der entfernt werden muss. Aber niemand will ihn entfernen. Aber er ist da. Ach, Serpifeu, wie wär's denn? Hätten sie nicht Lust? Geh einfach mal unten durch die sieben Felder. Na gut, wenn Python das sagt, dann machen wir das. Vielleicht kommt auch mal ein Staralil, das wäre auch geil. Ich glaube, Zoro hatten wir bisher auch noch nicht, aber ich weiß noch nicht, was ich von Zoro halten soll, um ehrlich zu sein. Bei Blaze Black mochtest du ihn noch? Ja, weil da aber auch der erste Orden fix machbar war, dank Vegimak plus Flying. Das hat dir eigentlich tendenziell fast schon ausgereicht. Dank Tilkill Strategies. Und du andere Tools hattest, womit du es sehr viel besser machen konntest. Und der dann geil war, weil er sich vor Orden 2 entwickelt. Und ich sag, wäre der ein bisschen nützlich, wenigstens für irgendwas hier im Early Game. Aber das ist er halt nicht. Und Brawly willst du halt auch noch bekämpfen, ist das Ding. Dafür ist der ja auch wieder ein Deadslot. Ich habe schon wieder vergessen, wie man den tauft. Nee, also der hat definitiv kein Potenzial für Nico 2.0, das sage ich euch. Ja, ist neutral, es passt. Leech Seeds gegen Mampfaxu ist ein halber Cheat eben. Das ist halt das Ding. Also mit Vegimak und Floink konntest du da gut durchbrettern. Dann hattest du auch häufig noch vielleicht noch einen Charmander dabei, wie Meryl oder sowas. Ich glaube, Voltilam war auch fein, da mit der Donnerwelle ein bisschen was zu machen. Also das war ja, also Sharon Blaze Black 2 Redux, sage ich euch, wie es ist, ist ein Spaziergang. Ein Spaziergang, würde ich schon fast sagen inzwischen. Vor allem, wenn man... Du Arschloch. Vor allem, wenn man das mit diesem Sharon hier vergleicht. Also das ist ja wirklich Spaziergang, wo du noch eine Tüte Eis in der einen, warum auch immer ich eine Tüte gesagt habe. Ich verstehe auch gar nicht den Ausdruck eine Tüte Eis, weil du hast ja eigentlich immer nur einen Becher oder, oh, wobei wahrscheinlich nennt man das Ding Tüte, diese Waffel, ne? Oder eine Waffel, ein Waffeleis, Eiswaffel, Waffeleis, Eiswaffel. Naja, irgendwie so. Und in der anderen Hand hast du noch eine saftige Paulaner Spezi. Und trotzdem ist Sharon noch ein Spaziergang. Und da steht Sharon hinter dir mit der Pistole und sagt: Bro, hattest du für den heutigen Abend noch irgendwas geplant? Ich denke nicht, ich denke, nee, ich denke nicht. Ich denke nicht, dass du für den heutigen Abend noch was geplant hast. Das stimmt, wobei für den Rüpel hat man auch irgendwann grob eine Strat hinbekommen. Der war auch ein bisschen Encounter-basierend, aber da hattest du mehr Encounter, mit denen du noch was gegen machen kannst. Aber das stimmt, der Rüpel war schon ein dickes Arschloch. Das ist korrekt, den gibt's hier Gott sei Dank nicht. Die Waffe sieht halt aus wie eine Tüte, daher kommt's wahrscheinlich wirklich. Zucker und Zimt oder Zimt und Zucker? Also ich kenne den Begriff oder den Ausdruck eher als Zucker und Zimt. Nee, Zimt und Zucker, oder? Okay, ich habe mich damit offiziell selbst verwirrt. Okay, nehmen wir schon mal. Das ist ein bisschen besser als Patriot, würde ich sagen. Ja, das weiß ich noch gar nicht, wie wir das mit Jungglut gegen Dings machen, muss ich gestehen. So, wie nennen wir den? Was hassen wir noch? Ich fand... Oh, Verspätung ist stark. Der muss Patriot heißen. Okay, dann ist das Patriot. Sehe ich ein, dass wir den Patriot nennen? Doch, das sehe ich definitiv ein. Wir heißen Patriot. Die sieben Felder sind's. Ja, hab ich ja gemacht. Minus Attack nicht so geil, aber Plus Def ist fein. Es ist kein katastrophales Wesen, also ist okay. Damit lässt sich auf jeden Fall. Dann kämpfen wir. Na, so schlimm finde ich die Videos jetzt auch nicht, dass ich sagen würde, ich hasse sie. Ist ja mir egal. Geht mir ja nicht wirklich auf die Nerven. Deshalb würde ich das jetzt nicht. Da sehe ich mich noch nicht so ganz. So, die Leech Seeds nehmen wir natürlich mal mit. Bam, bam. Minus Attack wird durch den Fluch ausgeglichen, easy. Ja, wenn man es so sehen will.
Will jetzt nicht direkt so unterschreiben, aber ich verstehe, was du. Ich verstehe, was du meinst. Da ist er direkt wieder. Ah, du Zinkerhals. Du wüsstest genau, dass beim vierten Mal du richtig Stress bekommst und hast das Castador kurz vorgekickt. Der kleine Zinker, der. Scheiß Nagai. So. Jetzt so ein Mobile finde ich geil. Ich wäre Big Fan von Mobile. Ich finde auch Elekid okay. Ich finde Castador okay. Hatten wir noch irgendein Babymon, was okay war? Ich finde Mantips okay. Ja, ansonsten weiß ich nicht. Ich finde Vanillite ist auch okay. Kill den doch, anstatt zu fliehen. Nee, der kriegt keine Aufmerksamkeit von mir. Der kriegt keine größere Bühne als einen Spitznamen. Pantimimi ist auch voll okay. Schauen wir mal. Okay. Ja. Sagen wir nicht nein. Sagen wir definitiv nicht nein. Mietpreise. Oh mein Gott, das finde ich sehr gut. Miet. Preise. Stark. Ich mag's, dass da jetzt auch einfach im Chat steht, Kind. Nicht Kinder, sondern einfach Kind. Die Frage ist, implizierst du damit jetzt wirklich selbst ein Kind zu haben? Oder geht es dir wirklich um die Kinder im Allgemeinen? Das ist jetzt natürlich eine Question. So, Surprise, Pantymos ist da. Mr. Mime! Bist du's? Ja, servus, grüezi und habe die Ehre. Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag, mein Schöner. Und irgendwas, wir dürfen nicht vergessen, dass wir irgendwie einen Move passend ab. Genau, Trick will ich dieses Mal auf dem dabei haben. Damit wir den Evoliten wegmachen. Ist ein Babymon, deshalb passt das sehr gut. Ja, das sehe ich. Oh, Bidoof wäre auch mal cool gewesen. Stimmt. Scheiß Schreihälse. Ah, das stimmt. Ich habe mit meiner Freundin heute telefoniert, ne? Und die war auch in der S-Bahn. Und man hat nur Kinderschreie im Hintergrund gehört. Ne? Es ist. Boah. Also das Ding ist, ich will. Ach stimmt, wir haben noch gar nicht angeguckt, was der für ein Wesen hat. Neutral. Oh. Oh. Also ich bin auch dick Fan von Filter. Aber Techniker ist crazy, muss ich sagen. Damit sind wir natürlich offensiv jetzt eine gute Gewalt gerade. Ja, ist okay. Ich mag Rillmark. Ich mag den. Ja, mach das, Ferrik, mach das, ja, gerne. Also, ich wäre auch mit einem Plusl, wäre ich auch begeistert, muss ich sagen, auf der nächsten Route. Ah, nee, ich finde Langeweile gar nicht mal so schlimm, muss ich sagen. Also, will ich jetzt nicht hassen. Das verstehe ich nicht, wobei ich glaube, Pantymos auch gar nicht so krass ist. Hallo, Shadow, ich hoffe, dir geht's gut. Oh, Arbeit finde ich gut. Wir hassen Arbeit. Wobei. Ich weiß nicht, ich würde Arbeit nicht mal pauschal hassen. Ich finde Arbeit okay. Nachbarn, weiß ich nicht. Nestle, okay, dann nehmen wir Nestle. Weil die Leute dort auch so Affen sind, oder warum wollt ihr den so taufen? Chili? Chili voll geil, das hasse ich doch nicht, hä? Dario? Kurzer Check an der Stelle, geht's dir gut? Ist das gerade ein Hilfesignal? Brauchst du Hilfe? War ein Joke, das war ein schlechter Joke. Der hat mir nicht gefallen, der hat mir Angst gemacht. Downy mit Brille, ja, mir wurde gesagt, dass ich damit gewinnen werde. Und ich habe mit Mim so abgeklärt, also ich habe es eigentlich nicht abgeklärt. Ich habe es einfach nur im Stream erwähnt und deshalb gehe ich jetzt davon natürlich auch aus, dass es passiert. Dass, wenn ich den Pokal, wenn ich den ersten Platz belege und den Pokal bekomme, ich gerne einen Pokal hätte, wo eine Brille mit drauf ist. Schlechter Joke, nächster Name für einen Mon. Ja, ich glaube, das kann man nicht so gut machen. Das ist ein bisschen schwierig zum Positionen. Übrigens, Early Game Disarming Voice mit Techniker klingt eigentlich auch sehr geil für den Doppelkampf, muss ich gestehen. Das klingt auch nach einer Sache, die mir gefällt. So, jetzt hätte ich gerne auf der Route so Plusle am liebsten. Das wäre jetzt ein Banger. Zufrieden wäre ich allerdings auch mit sowas wie Luturzel. Oder Samurzel finde ich auch okay. Ansonsten weiß ich gar nicht. Ja! Ja!
Rein da in die Masse, jawollo. Und wenn jetzt noch dort oben das Voitilam kommt, ne? Dann haben wir da eine sehr gute Aufstellung erst einmal. So, wir taufen wir den. Dario, nächstes Banzis. Eine Überlegung wäre. Wobei, da ist, finde ich, immer noch den Mr. M-Take mit den Nudeln schlimmer, muss ich sagen. Warte mal. Oh mein Gott. Dafür muss ich kurz meine Brille abnehmen, Freunde. Denn jetzt wird's emotional. Wisst ihr, warum Jerry als erstes geschrieben hat, er möchte nicht mit in den Voice auf Discord? Der war nicht auf dem Downy Downstar Discord-Server. Und der fragt sich, warum ich den bannen will. Und der ist Mod bei mir. Das war jetzt, also, ich sage euch ganz ehrlich, nee, wisst ihr was, da nehmen wir auch ab jetzt einfach keine Rücksicht mehr auf dieses Arschloch. Ganz im Ernst. Ganz im Ernst. Der hat jeden Hass und alles verdient. Jeglichen Hass, den wir bisher... Wir haben ihn eigentlich bisher zu wenig gehasst. Ich habe ihm viel zu oft den Schutz genommen. Er war drauf, aber ist geliebt. Das macht's nur noch schlimmer! Ich glaube, Jerrys Mod-Tage sind gezählt. Vielleicht machen wir nach dem Mimso-Turnier einen Nintendo-Marathon. Aber dann bannen wir Jerry so weg, dass er auch gar nicht mehr zugucken kann. Jerry ist, glaube ich, schon ein Mann. Den hassen wir schon. Speerwerfen. Okay, actually finde ich Speerwerfen als Namen sehr, sehr gut. Speer. Ich mache mal Speerwurf draus, weil ich glaube, Werfen geht nicht rein. Ja. Das ist gerade hart, muss ich sagen. Da muss ich gerade ein bisschen schlucke. Da muss ich schon ein bisschen schlucke gerade. Weißt du, ich dachte, Jerry und ich, wir beide, da. Aber anscheinend, ne? Scheint es ihm... Und er macht sich darüber lustig, dass ich nicht seinen Geburtstag weiß. Finde ich schon krank. Warum Hate gegen Patriot? Was soll? Gegenfrage. Wieso sollte man Patriot, den dummen Arsch, verteidigen? Der macht nix, der kann nix, der bringt mir nix. Der ist einfach ein großes Nix. Ich mag's auch, dass wir gerade drei Grass-Types haben, aber faszinierenderweise, die irgendwie ihre Schwächen so halbert abdecken. Auch mal mitnehmen, ganz bestimmt nicht. Bei Gott nicht. Nächstes Pokémon nennen wir Sauer, weil wir sauer sind. Zu Recht. Zitat Jerry, wenn ich nicht Mod wäre, wäre ich nicht mehr im Stream. Boah, das ist ja auch hart. Dann soll Jerry gehen. Dann ist das auch seine Abschlussfeier. Was ein Hater. Was ein Hater. Oh gut, Shadow. Ich finde das immer so weird, wenn sich Leute bei mir bedanken dafür, dass ich ihnen folge. Weil ich mir immer so denke, ich bin auch noch ein Mensch. Das ist so... Oh nein, das war dumm. Never punished! Never punished! Aber ja. Ich meine, Jerry ist ja auch so ein Nintendo-Dulli. Der guckt ja eigentlich auch eher Nintendo-Content als Pokémon. Was ich verstehen kann, muss ich leider an der Stelle auch zugeben, weil ich gucke ja auch fast... Gucke ich Pokémon-Content? Ich glaube, ich gucke Draft-Content. Bei Joey Pokémon. Ansonsten überlege ich gerade, was mein letztes Pokémon-Video gewesen ist, das ich gesehen habe. Weil ich glaube, ansonsten gucke ich es halt selber auch nicht. Aber das ist halt auch so ein Ding, wenn du privat, nicht privat, aber wenn du im Stream so viel damit zu tun hast, dann denkst du dir halt auch, weiß man nicht. Du hast mir den Track geschickt, ich habe nichts... Ah doch, ja, ich sehe gerade Nachrichtenanfrage. Oh lol, sogar direkt eine MP3-Datei. Strong. Dankeschön. Lass sie mich bitte nicht vergessen. Schau gerne PM7 und dessen Bubble. Ich weiß auch nicht, die Sachen, die machen, jucken mich auch nicht so sehr. Weil ich weiß, die machen ja teilweise auch so Kram wie Fangen oder sowas in der Richtung. Also sie machen schon teilweise funny Kram.
Aber irgendwie denke ich mir da auch so, es reicht für mich nicht, dass ich da jetzt irgendwie draufklicke oder so. Hallo, anderer Shadow, ich hoffe, dir geht's gut, ich hoffe, du hast einen schönen Tag. Bin ich ehrlich, bin ich auch fein mit, vor allem wenn er die richtige Fähigkeit hat. Wenn der die richtige Fähigkeit hat, geil. Dann müssen wir, glaube ich, wieder auf die Counter-Strat, denke ich, zurückgreifen. Wie nennen wir übrigens den? Aber ja. Nein, wir wollen doch jetzt nicht gespoilert werden. Aber ja, doof, wenn wir jetzt gespoilert werden. Ich weiß auch nicht, warum Jerry unbedingt deshalb joinen musste. Der Boy hätte auch einfach... Ich hätte ihn halt einfach im Privatcall schnell angerufen. Steuern! Steuern im Allgemeinen finde ich gut. Nicht mal die Erklärung, einfach Steuern hassen wir. Frühaufsteher. Ich hoffe, es ist ein Frühaufsteher. Wonder Trade, Bingo, Hide and Seek. Ja, das ist halt... alles so kacke. Ich sag, das Wesen ist aber okay. Also plus Death finde ich gar nicht mal so kacke. Muss ich sagen. So, warte mal, wen tun wir... Ah, warte, gegen wen treten wir überhaupt an? Gegen Floink, ne? Boah, Floink, ein bisschen nerviger Geselle. Bisschen nerviger Kollege. Gilt Karan auch? Was? Hä? Was ist Karan? Was? Habe ich irgendwas verpasst? Aber ja, ich weiß nicht. Das ist einfach... Ich glaube, dafür finde ich es zu uninteressant, muss ich sagen. Ich meine, bei Pokémon feiere ich halt Draftkämpfe und schwierige Challenges. Also das gucke ich mir schon an. Zum Beispiel so ein Pokémon-Challenges, wenn der ein neues Video raushaut. Da bin ich dick dabei. Also da bin ich schon dick drin. Aber ansonsten bin ich da halt auch eher raus. Muss ich ja leider selber auch zugeben. Wir haben gerade ein Naming-Theme, und zwar Dinge, die wir hassen. Das ist das Naming-Theme. Ich denke, ein gutes Naming-Theme. Ach so, dafür steht P-Shell. Ja, Pokémon Challenges, dafür steht es. Das ist absolut richtig, ja. So, guck mal, den einfach weggeschallert. Geil, boom, dem nächsten gibst du richtig eine mit, wunderbar. Ich vergesse immer wieder, dass die Starter nicht ihre Hidden Ability haben, ne? Bam, 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 bam. Und hallo im Übrigen am Wolf, ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hast einen schönen Tag bis hierhin. Hallo. Bin aber noch nicht 100% zufrieden damit. Ja, kannst ja, hast ja noch Zeit, das umzuändern. So ist ja jetzt nicht. Aber wie schön, dass alles noch so fit ist, auch gerade in diesem Squad. Ist auch ganz geil, muss ich sagen. Einmal mal mit so einem fitten Squad rein in die Masse zu starten. So. Du gehst auf 15. Ich glaube, der Low-Kick hat eigentlich ja nichts gebracht. Deshalb bin ich eigentlich immer bei Flame-Charge geblieben. Vor allem mit Tickle zusammen ist das, glaube ich, nicht verkehrt. Wir bleiben mal bei dem Dual-Fire-Move. Magical Leaf. Der Mexikaner ist da. Oh, was hast du hier Geiles gegönnt. Oh, Mexikanisch ist so affengeil. Ich liebe Mexikanisch, muss ich sagen. Also ich bin ein riesen Burrito-Fan. Burrito mega geil. Ich liebe auch, wie heißt's? Mein Gott, sagt's doch. Quesadillas finde ich auch mega geil. Tacos esse ich tatsächlich sehr selten, muss ich gestehen. Aber ich glaube auch, das würde ich auch mega geil finden. Oh, ist das alles geil. Boah, Salsa im Allgemeinen. Salsa als auch Dings finde ich auch nice. Guacamole. Auch so geil. Oh. Lieben wir. Was gibt's noch so? Was ist noch so typisch mexikanisch, was man geil findet? Ich überleg gerade. Was gab's denn noch? Ich glaube, wir haben mal E. Irgendwas mit E gibt's doch noch. Empanadas sind auch nicht schlecht.